Und in der Mitte Roman Wallner. Ein Tor hat er bereits vorbereitet und jetzt trifft er selbst, drittes Saisontor für den Kapitän. Der Ball kommt dann wieder zu Wallner und der hat das Auge für kurz darauf. Eine Minute später und jetzt hat es gut aufgepasst. Christoph Saurer und der bedient Roman Wallner. Traumtor von Wallner, der bringt den Doppelpack. Er ist der Mann dieser Partie, eine Torvorlage, 2-6 gemacht und dann das zweite, ein echtes Lustestück. Er leitet die Aktion auf 6 ein, der Ball kommt nochmals zu ihm. Welcome to the jungle, we got the money game. Für Wallner, geiler Zeit, der Zeit war nicht ganz dicht. Wallner zögert, zögert immer noch, Wallner, zögert immer noch, dann ist er drin, 3-0. 3-0 in Minute 72. Die Liga hat ein neues Traumduo. Prager und Wallner lassen sich herzlich. Was für eine Beziehung, das echte Tor verdient sich das Podcast äußerst. Und dann ist Wallner bereit und der macht das 1. Das ist Thomas Prager. Prager vorbei an Gustav Sauber und 2:0, 35, Roman Wallner. Roman Wallner, der Führende der Torschützenliste. 8-mal hat er bereits getroffen gegen Thomas Gebauer. Saisontreffer Nummer 9. Die erste Hälfte. Und dieses Duell, Roman Wallner wieder beteiligt. Und er hatte schon Geld von Siemens, die Geld für bekannt. Die Gregoritsch die ganze Zeit vorne bei uns, die er dann aufgetan hat, damit den Platz 7. Minute. Gute Chance für Roman Wallner, auf sein 10. Saisontor. Ein Volk entscheidet Roman Wallner. Dies gibt uns was sehr schön. Roman Wallner, der richtig angestachelt ist durch diese Verbale. Also muss ich fast sagen, von Werner Gregoritsch, er macht den Ausgleich. Kompliment, Roman Wallner zurück in der Nationalmannschaft.